Bei der Zöliakie handelt es sich um eine Darmerkrankung, bei der sich nach Aufnahme von Gluten der Dünndarm entzündet und über die Zeit hinweg die Dünndarmzotten absterben. Das hat zur Folge, dass Betroffene kaum noch Nährstoffe aufnehmen können. Wusstest du aber, dass eine Zöliakie auch eine unerkannte Ursache für Entzündungen im Mund sein kann? Im Interviewausschnitt mit der Moderatorin Theresa Arrieta und der Ärztin Dr. Simone Koch erfährst du, welche Symptome eine Zöliakie im Mundraum verursacht und was Nährstoffmängel damit zu tun haben. Dr. Simone Koch ist Ärztin für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin. In ihrer Praxis in Berlin liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von hormonellen Dysbalancen, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen und funktionellen Beschwerden. Außerdem schrieb Simone Koch 5 Bücher und erlangte über ihren beliebten Instagram-Account deutschlandweite Bekanntheit. Mehr spannende Interviews und Videos zu Themen aus Medizin und Gesundheit findest du auf unserem Kanal. Wenn du also immer up to date bleiben willst und unsere wöchentlichen Videos nicht verpassen möchtest, dann lass uns jetzt hier gleich ein Abo da. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Bitte erzähl uns mal im Mund, was kann Zöliakie für Symptome verursachen? Also einmal, wir reden hier über Zähne, den Zahnschmelz, es kann, macht den Zahnschmelz streifig, zum Teil, also so Zahn ist ja eigentlich ja, so ein bisschen transparent weiß und es kann also sowohl Flecken auf den Zähnen verursachen, braune Verfärbung, als auch eine Entfärbung des Zahnschmelzes, also dass er so durchsichtig wird und dadurch dann fleckig und streifig aussieht. Das ist so das Hauptsymptom. Bei Kindern kann es auch zu den sogenannten Kreidezähnen kommen, also die dann so ganz anders aussehen. Das kann auch mit, also hier kann auch die Zöliakie als Ursache mit dahinter stehen. Das heißt, wenn ich bei meinem Kind oder auch bei mir komische Flecken und so an den Zähnen beobachte, das ist immer da ein Problem. Und dadurch kann dann auf Dauer auch die Zähne brüchiger werden und anfälliger für bestimmte Veränderungen, sodass dann an den Zähnen was auffällt. Das ist das eine. Dann kommt es deutlich häufiger zur Xerostomie, das heißt zum Wundwerden des Mundes und zur Mundtrockenheit, auch unabhängig von anderen Autoimmunerkrankungen. Also das Sjögren-Syndrom, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo die Mundspeicheldrüsen nicht gut funktionieren, geht sehr häufig mit der Zöliakie einher. Das sind häufige Begleitautoimmunerkrankungen. Aber die Zöliakie selber scheint auch bereits die Speicheldrüsenproduktion zu stören und die Mundschleimhaut zu stören. Ist ja irgendwie auch klar, ne? Unser Darm geht ja von Mund bis Po, also unsere Schleimhaut. Und es kann sich eben die Zöliakie auch wirklich direkt im Mund zeigen. Und ein weiteres Symptom da sind sogenannte Aphten. Also wenn ganz häufig Aphten auftreten, auch das kann Zöliakie als Ursache haben. Und auch hier wieder eben. Also die Zöliakie kann massive Hautsymptome verursachen und eben Schleimhautsymptome und die zeigen sich dann eventuell auch im Mund und am Mund. Ja. Okay. Was kann man da tun? Also bei Kindern sagst du, manifestiert sich das mit den Kreidezähnen. Wir haben, Das wäre eine ganz extreme Manifestation. Also ansonsten okay. kann es halt einfach Flecken sein, also Flecken in verschiedenen Farben. Streifige Zähne, brüchige Zähne, also das kann alles Ursache der Zöliakie dahinter sein. Einmal direkt, also durch den autoimmunen Prozess, geht man davon aus, dass es mitverantwortlich ist. Zum anderen, und das ist das wesentlich Wichtigere, durch die Entstehung erheblicher, massiver Nährstoffmängel. Also Zöliakie führt insgesamt zu einem zu extremen Nährstoffmängeln, weil Entschuldigung, Tonfehler, weil die Stoffe halt einfach nicht mehr aufgenommen werden können, weil die Zotten des Darms kaputt gehen und dann können die Stoffe nicht mehr vernünftig aufgenommen werden. Plus, und was da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, Autoimmunerkrankungen führen zu einem massiven Verbrauch von Vitamin D. Also Vitamin D wird dann in viel, viel größerer Menge verbraucht und ich denke, da wird es vielleicht sogar einen Einzelvortrag in diesem Kongress darüber geben. Vitamin D spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Zahngesundheit, für die Kalziumaufnahme, für den Aufbau und den Erhalt des Zahnes. Und das halt hier ganz, ganz wichtig, weswegen Vitamin D auch zu einem der Stoffe gehört. Also neben, dass man halt nach sowas guckt und das mit im Plan hat, dass man das dann auch zügig und hochdosiert auffüllt und da mit rangeht, damit das wieder heilen kann und damit es wieder in Ordnung kommt.
Simone, zu den Kreidezähnen haben wir nämlich zwei Interviews im Kongress und beide Expertinnen haben dann quasi die Kreidezähne ihrer Kinder mit einer reinen Ernährungsumstellung, aber so in Richtung Weston Price geheilt. Das also heißt, ist, wie gesagt, auch nur ein Grund. Ne? Also verstehe. Es ist nicht, also es kann aber ein Anzeichen dafür sein und da muss man unbedingt gucken, weil es ist ja auch mit der Ernährungsumstellung, es sind halt Mängel. Also es ist halt ein Mängelanzeichen, ein deutliches Mängelanzeichen. Und Zöliakie macht extremste Mängel. Und dementsprechend können halt dann eben sowas wie die Zahnschmelzdefekte und Kreidezähne und so weiter auftauchen. Worum es mir einfach in dem Zusammenhang geht, ist, es kann sein, dass man das halt mit Weston Price, also wobei ich gar nicht weiß, Weston Price zum Beispiel ist, glaube ich, halt zwangsweise dann auch glutenfrei. Das kann, heißt, das, es kann halt sein, dass man die Zöliakie quasi gleich mitbehandelt. Beziehungsweise, also gesäuertes Getreide, aufbereitetes, erhitztes Getreide, da ist eigentlich doch erlaubt, unter Anführungszeichen. Es würde um halt Urgetreidesorten gehen, die gesäuert und erhitzt werden, ja. Ja, also sodass sie bekömmlicher sind. Die haben von Natur aus sehr wenig Gluten, also es kann halt dann für einige halt, und also es gibt auch Zöliakiker, die mit Sauerteig zurechtkommen in kleinen Mengen. Insgesamt muss man aber sagen, sollte man halt das weglassen, kommt weglassen. Aber also es wird halt klar, dass diese Behandlungen schon auch bei einer Zöliakie helfen können, aber ich würde halt unbedingt abklären, ob eine Zöliakie dahinter steht, weil man eben eigentlich dann einen vollständigen Verzicht üben muss und es halt auch weitergehende Folgen hat. Also, ja, also das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig. Es gibt einfach verschiedene Säulen von Erkrankung. Und die Kreidezähne sind ein Symptom. Und da sind wir halt wieder bei Symptomen und Ursache. Sie haben mit der Ursache nicht unbedingt was zu tun. Und also die Ursache dahinter ist dann halt der Nährstoffmangel. Aber da muss man auch wieder gucken, muss man halt sich an der Wurzel quasi weiter arbeiten und weiter graben und gucken, warum habe ich denn Nährstoffmangel? Habe ich einen Nährstoffmangel wegen einer schrottigen Ernährung, die halt nur aus Burger King und Fertigbrotdosen besteht oder geht es noch viel weiter? Habe ich eine Autoimmunerkrankung, die die Zotten meines Darms zerstört hat und die dadurch dafür gesorgt hat, dass ich keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann? Und mein allererster Zöliakie-Fall, als ich selber auch noch gar nicht wusste, dass ich Zöliakie habe, war in der Gön, war eine Patientin, die versucht hat, sich umzubringen, die mit dem Auto gegen einen Autobahnpfeiler gefahren ist und sich umbringen wollte und dann überlebt hat und dann logischerweise in Psychiatrie kam und so weiter. Und die haben dann festgestellt, muss man jetzt sagen, das waren wirklich tolle Psychiater, dass sie Zöliakie hat. Und neben der Tatsache, dass die Zöliakie selber auch das Gehirn angreift, hatte die so massive Mängel, dass einfach ihr Gehirn nicht mehr in der Lage war, adäquat zu funktionieren. Und dadurch halt bei ihr massivste Beschwerden, Depressionen ausgelöst hat, die dann zum Suizidversuch geführt haben. Und als ich sie kennengelernt habe, das war schon eine Weile danach, war sie quasi geheilt. Also sie hatte keinerlei Depressionen mehr, sie war ein ganz fröhlicher und gesunder Mensch. Um zu verstehen, wie weit das gehen kann. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, weil mit unserem Mund haben wir irgendwie alle zu tun. Und also man hat halt oft so, dass jemand sagt, ach, ich habe alle 2-3 Wochen habe ich Aften. So nervt. So, dass hier jemand einem das sowas erzählt oder wenn man einen neuen Partner hat, dann sagt, ich mag dich jetzt gerade nicht küssen, weil ich habe da irgendwie was im Mund. Und das tritt dann vielleicht gehäuft auf. Und wenn man aber sonst keine Symptome hat, dann neigt man dazu, sowas zu ignorieren. Und halt, naja, ist halt ein bisschen lästig, aber ist jetzt halt auch nicht so schlimm. Und genauso, wenn man Verfärbung auf den Zähnen hat, also ich hatte zum Beispiel eine in der Schule, in der Stufe, die hatte ganz viele so Punkte und Verfärbung auf den Zähnen, aber ich glaube nicht, dass sich da jemals irgendwer drum gekümmert hat, weil es beeinträchtigt ja einen jetzt nicht erheblich, außer dass es nicht schön aussieht. Dass man das wirklich einfach mit im Gefühl hat, und um damit nachzugucken und dann eben sich auch klar zu machen, wenn sowas dann auch mit diagnostiziert wird, ich brauche dann erhebliche Mengen an Nährstoffen. Also die Erkrankung selber führt zu vermehrtem Stress. Vermehrter Stress führt zu einer starken Ausscheidung von bestimmten Nährstoffen, wie zum Beispiel Magnesium und Zink. Magnesium und Zink werden unter chronisch stiller Entzündung unter Stress 20-30% über die Niere ausgeschieden. Das heißt, ich brauche dann eine massiv höhere Zufuhr, auch damit das Ganze dann heilen kann und dann möglichst schnell halt auch wieder schön wird und keine Symptome mehr auftreten. Und zwar von hier aus bis aber halt auch auf alles andere bedingt. Weil wir sind halt immer ein Ganzes. Also ich denke, es macht halt immer Sinn, nicht ein Gebiet isoliert zu betrachten. Das war's mit unserem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Dann schau doch am besten gleich auf unserem Kanal vorbei.
Dort erwarten dich auch weitere spannende und informative Videos. Wenn du keines dieser Videos verpassen und immer auf dem aktuellen Stand bleiben willst, lass uns doch am besten auch gleich ein Abo da. Hinterlasse gerne auch einen Kommentar und teile deine Erfahrung zu dem heutigen Thema mit unserer Community. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.